Die Pikmänner sind wieder da. Heute gehen wir in den Wald des Erwachens. Wir wollen die blauen Pikmin holen. Dann haben wir endlich das ganze Team zusammen und können uns eigentlich um den Rest des Spiels, der uns komplett offen stehen wird, kümmern. Ich meine natürlich, wir wollen die Schuldner bezahlen, die 10.000 Pokos. Ist ja ganz klar. Was denn auch sonst? Gut, die müssten hier sein. Ich bin mir relativ sicher zu wissen, wo die auch stecken. Nehmen wir ein paar Kämpfer mit. Louis darf auch nicht schwänzen. Und von euch nehmen wir mal eine ganze Menge mit. Hat Gründe. Alles erledigen, was auf dem Weg liegt. Und das dürfen wir dann die Blauen abtransportieren. Das ist quasi der letzte Tag so ein bisschen mit Gezüchte etc. Weil, aus einem ganz simplen Grund, ja, dann haben wir alle. Aber wir kriegen bestimmt in diesem Ingame-Tag, Tag 7, auch noch einen Dungeon. Das glaube ich schon. Den machen wir noch kalt. Der nervt wie Sau. Sind jetzt nicht alle rangegangen, aber sie haben ihn umgekippt und damit konnte die Wiimote nicht so weit nach unten drücken, wisst ihr? Man drückt ja Steuerkreuz und muss dann die Wiimote neigen, in welche Richtung die Pikmin schwärmen sollen. Aber ich konnte die Wiimote gar nicht weiter nach unten bewegen. Ja, jetzt die ominöse Frage, wie findet man die blauen Pikmin? Und warum haben wir sie nicht schon vorher geholt? Wir brauchen die gelben. Da oben ist so ein Elektrozaun. Oh mein Gott. Ja, das wird schwieriger, weil ich da nicht drauf darf. Aber der sollte auch niemanden abgesnackt haben. Das ist doch gut. So, jetzt gerade mal hochwerfen. Leute meinten auch, warum ich Tag 6, ne? Wir haben in Tag 6 drei Parts gehabt. Mit zwei Dungeons. Und warum ich das nicht ein bisschen linearer, systematischer angehe. Quasi jeden Tag ein Dungeon oder so. Da haben wir sie. Ja, da müsste ich ja auch an dem anderen Tag, der für den anderen Dungeon wäre, auch auf der Overworld was machen. Weil sonst wäre es ja Zeitverschwendung. Man will es ja schon effektiv nutzen. Sehen Sie doch! Warum so groß geschrieben? Wilde blaue Pikmin jagen am Ufer ihre Beute. Vielleicht erfahren wir mehr über sie, wenn wir diese Exemplare beobachten. Kling, ich bitte um Verzeihung, ich war kurzzeitig von Ihnen bezaubert. Aber jetzt zurück an die Arbeit. Bezaubert? Ich meine, dachte verzaubert. Weil die Pikmin so bezaubernd sind, war er verzaubert. Oder kann man auch sagen, ich war bezaubert. Deswegen habe ich so viele gelbe mitgenommen, damit die hier das einreißen können. Ohne Probleme. Weiß nicht, gibt es noch irgendwas auf dem Weg zu erledigen? Ich denke nicht. I don't think so. Ich müsste da mal schauen. Brauchen wir auch... Ah, ich habe doch diese Mauer kaputt gemacht, ja. Lass mich mal ganz kurz... Lad mich mal ganz kurz hier hoch und schon mal schauen. Ist Olimar? Gut. Was hier verlangt war... Okay, das können die Blauen erledigen, aber da ist eine Elektrowand. I see. Und da ist ein Würfel. Den könnt ihr doch nehmen, oder? 15. Schade. Ja, Prioritäten. Prioritäten. Da geht man hier einfach mal beiseite. Und tut bitte keinem weh. Und ihr kommt mal bitte her, meine schönen Blauen. Sie haben keine Nasen, sie haben keine Ohren, auch keine Fühler oder gruselige rote Augen. Sie haben, das sieht aus wie ein Mund. Endlich sind sie auf sie gestoßen. Sie scheinen über kiemenähnliche Organe an ihren Backen zu verfügen. Das sind die Wangen, die Backen sind woanders. Das müssen die blauen Pikmin sein. Genau wie die anderen Arten scheinen sie darauf zu warten, von ihnen befehligt zu werden. Zwar sind sie durchaus in der Lage, allein zu überleben, ach was. Trotzdem scheinen sie sich nach einem tapferen Anführer zu sehnen. Ausschau zu halten. Ja, die wollen die Kaulquappen da erledigen. Macht das doch erstmal, wenn ihr ein paar mehr seid. Schlau sind sie nicht, ne? Sonst hätten sie hier erstmal
für Nachwuchs gesorgt. Das kriegen wir hin. In gewohnter Manier. Einmal du, einmal du. Anstatt ihr euch erstmal... Naja, wie dem auch sei. Vielleicht gibt es Verstärkung beim Würfel. Na, die haben sich schon ein bisschen versteift auf diese Kaulquappen. Aber je mehr, desto besser. Die kriegen die dann ohne Probleme hin. Schon ein Viertel des Tages! Geht so schnell. Aber wir haben ja zum Glück keinen Zeitdruck. Tage kommen und vergehen. Das ist einfach so. Das ist auch in der Realität so. Unglaublicherweise. Gut, jetzt muss ich alleine die Triebe rausziehen, aber passt schon. So, jetzt, Mama, habt ihr geschafft. So, und der da noch. Tja, es sieht so aus, als würde er nicht sterben wollen. Bisschen ärgerlich, ne? Das ist sein Gewässer, sein Tümpel. Aber hat nicht sollen sein, du. Okay, mitkommen. Noch weiter abtransportieren. Und zwar den ganzen Stoff. Währenddessen kommt ihr mal kurz mit. Kurzen Aussetzer. Aber hat noch gereicht. Hab's noch gerafft. Es sind noch zwei hier, oder? Wir müssen eigentlich nicht die blauen picken, wir müssen eigentlich nur diese Mauer aufreißen, oder? So, Sekunde, das machen wir ganz kurz zu Ende, damit die erstmal alle zu tun haben. Und zwar, ihr kümmert euch um dieses verdammt enge Tor. Könnt ihr es schaffen? Knifflig, wa? Navigieren der Pikmin, ne? Nicht baden gehen. Aber ich glaube, das ist ziemlich leicht, das Türchen da. Würfel! Zurück zur Zucht, damit hier Zucht und Ordnung herrscht. Vor allen Dingen Zucht. Dann konnte ich den keinen aus dem Boden mehr ziehen. Warten, ich dachte, die hatten noch was. Egal. So, dann mal managen. Wie viele braucht der da? 10. Das ist auch wieder eine Menge. Was ein schöner Würfel. Name Glückstotem. Fantastisch. Der braucht auch wieder 8. Ja, ja, so ist er. Ja, ihr müsst alle an dem mithelfen, Freunde. Louis. Menü. Eigentlich können wir es auch so machen. Wenn man ehrlich ist. Dann checken wir schon mal aus, was da verlangt. Bleibt doch da. Was da verlangt ist. Wahrscheinlich alles. Erstmals alles verlangt. Wir kommen erst jetzt hier hin, also muss es schon ein bisschen fortgeschrittener sein. Sie haben also die höheren Ebenen erreicht. Eine Gratulation scheint hier angebracht zu sein. Moment, was ist das? Meine seismischen Sensoren nehmen Erschütterungen aus der Tiefe wahr. Welche Mächte mögen in den Tiefen dieses Planeten am Werk sein? Ja, Mensch, das war ja aussagend wie nix. Keine blauen? Hä? Also das hätte ich schon lösen... Da hätte ich schon theoretisch schon hingekonnt. Ohne blauen. Das ist ein Ding. Kann man machen. So, ich habe tatsächlich noch einen anderen Job für euch, aber Sekunde. Warum bist du unten? Du bist auch nicht weit weg. Verrückt.
Die sind ja noch gar nicht so weit. Denn wir haben da noch einen Schatz. Mein Schatz. Und zwar. Da oben. Vitamalz. Vitamalz. Was habe ich in den Kommentaren gelesen? Natürlich gibt's Vitamalz noch. Wir haben einen Getränkeladen. Wir bestellen das immer. Ach, das war Sinalco. Ah, ich korrigiere mich. Aber ich glaube, Vitamalz gibt's auch noch. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es noch sonderlich beliebt ist. No. Ach, ich sehe. Ja gut, wir haben nicht so viele, weil... Ah, das ist eigentlich auch nicht schlimm. Also, weil wir 100 Pikmin auf dem Feld haben, kriegen wir nicht mehr raus. Das war das Rätsels Lösung. Deswegen ackern wir uns jetzt ein bisschen noch ab mit dem Abtransportieren, weil wir haben nur so wenig. Aber, wenn wir eh für den Dungeon nichts mehr brauchen... Vitamalz! Trademark. Hypnoplatte. Trink. Trink. Nicht nachdenken. Trinken. Das ist von Oddworld. So. Aber das kriegt ihr doch noch hin, ne? Gut genug. Und... Die hier, dann soll es erstmal passen. Die da ziehe ich mal auch raus, bevor die wieder verschwinden. Ja, nee, mit Punktkäfern lege ich mir jetzt tatsächlich nicht an. Gestatte denen ihr Leben. Wir können noch ein bisschen Nektar an Land holen. Dann rüsten wir uns. Dann rüsten wir uns bereits. Also nur rot. Aber soll ich dem glauben? Weil mein Vertrauen ist halt angeknackst, ne? In Bezug auf Revolution. Ja, ich habe euch ja gefragt, wie sollen wir unsere Rakete nennen? Früher Cold Mirror. Der neue Name ist... Ja, von mehreren Leuten vorgeschlagen worden und einfach auch eine nette Idee. Cold Mirror. Ach, ich bin so lost im Hirn. Revolution, weil die Dolphin, die andere Rakete von Olima, der Name bezieht sich ja auf den Prototypnamen vom GameCube. Ne? Also der war immer in Entwicklung unter dem Namen Dolphin und das auch, weil man die Wassereffekte so schön darstellen konnte, wie man hier sieht. Das ist, womit Dolphin sich brüsten kann. Und Star Fox Adventures beispielsweise hatte auch sehr schöne Wassereffekte. Und wir hatten ja Wave Race, Blue Storm. Das war ja alles dafür, dass man hingeht und sagt, Bruder, unsere Wassereffekte, diese Konsole ist next level. Das war so ein bisschen das Ding dahinter. Der Gedankengang. Ah, ist schon rausgeholt. Das finde ich auch sehr gut. Ah, da sind Gegner. Warte mal. Ich will die jetzt nicht mehr abtransportieren, aber die müssen immerhin weg. Ja, der Prototyp. Und da wir hier auf der Wii spielen, der Prototypname der Wii lautete Nintendo Revolution. Es gibt ja sogar wunderschöne Fake-Videos immer noch im Internet. Das war toll, mit Nintendo On. Hat mir immer sehr gefallen. Joa. Ach, da ist noch einer. Jetzt müssen wir uns noch zum Dungeon retten. Den würde ich hier heute noch echt gerne betreten wollen. Muss nicht, ne? Aber das kriegen wir hin. Wird eine runde Sache, der Tag. Ja, und deswegen fand ich den Einfall von Timmy und es haben noch andere Leute vorgeschlagen, parallel. Fand ich gar nicht schlecht. Wir müssen uns aber doch ein bisschen sputen, habe ich das Gefühl. Ärgerlich, ekelhaft. Ich habe eine Idee, ich habe eine gute Idee, wie wir das noch hinkriegen können. Hier, Mario Paint. Alter, die blau. Ich glaube, wir haben schon eine andere Farbe, ne? Hier ist die Farbe blau von Mario Paint. Aber wie man so eine Tube, ne? So vergewaltigen kann. Drückt die doch entweder richtig oder ich weiß auch nicht so. Das ist doch nichts Halbes, nichts Ganzes, was du da machst.
So, wartet. Ja, komm. Einfach mal futtern. Auch wenn wir jetzt die blauen gar nicht mitnehmen wollen. Nehme ich tatsächlich. Oder soll ich den Tag doch beenden? Wir können uns auch in aller Ruhe drauf einstellen, so. Ah, der Nikan Sonic wieder. Das muss wahr sein. Ja. Hm. Sieht nicht gut aus. Zeitlich. Es ist zu knapp geworden. Keine Chance. Gut, dann ist Tag 7 rein für die Zucht verantwortlich gewesen. Habe ich noch irgendwo welche rumfliegen, die ich noch einsammeln kann? Ja, euch. Ja, well, dann auch nicht schlimm. Das ist der Part, wo wir die blauen Pikmin in unserem Team zurückbegrüßen können. Und das sollte doch mal gefeiert werden. Außerdem haben wir ein paar Schätze an Land geholt, also das war schon ein niedlicher kleiner Tag heute. Oh, die blauen Pikmin müssen ja zurück an ihre Zwiebel laufen. Good luck, viel Erfolg, kommt gut heim. Das war das letzte Mal, dass die blauen Pikmin gesehen wurden. Alle Hinweise unter Aktenzeichen XY, wenn Sie etwas wissen. Kennen Sie jemanden, der über den Verbleib berichten kann? Aus einem vertrauten Umfeld? Oder jemanden, der den Täter kennt und wo er mit der Tat geprahlt hat? Dekorative Schmiere, Glückstotem und Hypnoplatte. Das ist doch was. Ist heute keiner gestorben? Ich wollte doch Z drücken. Also heute ist keiner gestorben. Verrückt, dass es sowas gibt, ne? Sie haben Post. Hallo, ich verstecke mich noch immer. Ich bin gerade unter einer Brücke. Aber wenn sie mich kriegen, weiß ich nicht, was sie mit mir anstellen werden. Ach, Rainer, die Hater sind doch... Moment, Präsident, Herr Präsident, wissen Sie die Schulden? Das kriegen wir doch schon hin. Leute, ja, dann werden wir am 8. Tag eben eine große Party feiern. Und wir sehen es bereits, ins Reich der Punktkäfer gehen. Ja, das machen wir. Seid wieder dabei. Und bis zum nächsten Mal. Ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Bis dann und ciao.